das auch. Der Enderdrachenfight geht euch so richtig auf die Nerven. Und ihr craftet euch einfach kurzerhand einen Panzer, um ihn mal ordentlich wegzumächen. Nun, also, ich kenne das schon. Jedenfalls testen wir heute mit Hilfe einer Panzermod in Minecraft einige Panzermodelle. Und das in gemeinsamer Zusammenarbeit mit World of Tanks, bei dem Free-to-Play-Spiel, wo wir uns diese ebenso mal genauer anschauen werden. Drückt unbedingt noch die Like-Taste oder ich besuche euch mal mit meinem Panzer. Jawohl, Freunde. Wir sind hier in einer neuen Minecraft-Welt. Und ich bin sehr gespannt, weil ich zwei Mods installiert habe, dessen Kombination auf jeden Fall richtig nice aussehen könnte. No way. Okay, komm, wir machen mal den Erdeblock hier. Oh, yes. Wir haben die Physics-Mod drin. Das heißt, alles geht so mehr oder weniger realistisch kaputt. Und wir haben Panzer. Panzer, liebes Schaf. Panzer, gucken Sie mich bitte an. Panzer. Okay, ich würde sagen, damit das Ganze noch ein bisschen actionreicher ist, ein bisschen cooler ist, müssen wir uns natürlich auch die ein oder anderen Ziele so, oh Gott, wie sich das anhört. Aber vielleicht haben wir ja Glück und haben hier irgendwo in unserer Nähe ein kleines, in diesem Falle Savannendorf, und könnten von da aus dann loslegen. Da ist auch noch ein Dorf. Ey, ihr tut mir jetzt schon leid, Mann. I'm so sorry. Guckt sie euch an. Ihr wisst noch gar nicht, was sie heute erwartet. Die führen gerade noch ein nettes, friedliches Leben und wissen noch gar nicht, was sie da jetzt reingeraten sind. Okay, wir können ja mal kurz in Creative Mode gehen, denn wir haben hier Tanks installiert, beziehungsweise die Mod reingeschmissen. Ich werde sie auf jeden Fall auch mal unten in der Beschreibung verlinken, aber wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Panzertypen. Und ich glaube, das hier sind eher so Panzerabwehrgeschosse. Die können wir ja gleich auch mal testen. Da ist sogar ein Panther bei. Das ist ja richtig geil. Aber ein Tiger gibt es auch. Oh. Also die ein oder anderen Panzer hiervon gibt es natürlich auch bei World of Tanks. Und vielleicht haben wir da so ein paar Parallelen. Und diese Parallelen können wir uns heute in direkter Zusammenarbeit mit World of Tanks anschauen. Denn bei diesem Free-to-Play-Game gibt es ein riesiges Panzerarsenal, mit dem du in massive Schlachten ziehen kannst. Über 100 Millionen Spieler haben hier schon ums Überleben gekämpft und heute wird das auch der liebe Schleimi tun. Übrigens könnt ihr euch mit dem Link in der Beschreibung folgende Belohnungen sichern. Für neue Spieler wären das unter anderem das Panzermodell Cromwell B Stufe 6, 250.000 Credits, 7 Tage Premium-Zugang und auch 3 weitere Mietpanzer für je 10 Schlachten, die allesamt Stufe 6 sind. Für bereits angemeldete Spieler wären das auch 3 Tage Premium-Zugang, 7 Tage lang einen Premium-Panzer namens Centurion MK5-1, der übrigens eine 100% ausgebildete Besatzung hat und das Ganze für 10 Schlachten. Oder, falls du ihn schon besitzen solltest, 100.000 Credits. Dazu dann auch noch eine coole Tarnung im 2D-Stil namens Schnäppchen. Und ich finde, das kann sich auf jeden Fall optisch schon sehen lassen. Ich weiß auch, dass es verschiedene Shells gibt. Also die Munition quasi der Panzer. Also das ist die Standard-Shell. Dann gibt es hochexplosive Hitze, panzerbrechende APCR, keine Ahnung, was das ist. Und eigentlich muss man die allesamt sogar noch craften, also die einzelnen Panzerteile hier craften. Aber da das alles sehr, 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 sehr aufwendig und kompliziert ist, machen wir das heute mal im Creative Mode, um halt auch alle Panzer zu testen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ein Stückchen hier rüber. Das ist doch eine perfekte Freifläche hier und starten mal mit dem ersten Tank. Ich weiß gar nicht, welchen wir nehmen. Ich glaube, wir fangen einfach mit Panzer 2 an. Komplett Standard. Gibt es auch Panzer 3, weil den fahren wir ja gerade parallel bei World of Tanks. Wenn wir den jetzt mal hier hin platzieren. Oh, okay. Der sieht verdammt cool aus, Mann. Also die Texturarbeit ist schon echt gut gemacht. Und ja, wir könnten jetzt theoretisch losfahren, aber wir müssen natürlich erstmal visieren. Wir sehen es oben links. Fuel, wir haben keinen Tank. Und für den brauchen wir Standard-Shells. Das heißt, wir nehmen uns dann natürlich mal 3 Stacks. Und Kohle brauchen wir auch. Geht das auch mit Kohleblöcken eigentlich, frage ich mich gerade. Tatsächlich. Ah ja, jetzt ist er voll. Okay, das heißt, jetzt können wir damit rumfahren. Ach du Scheiße. Kann ich auch irgendwie den selber drehen, den Panzer? Wir fahren ja einfach drüber, Freunde. Ach du Heilige. Guck mal, die Blätter hier fliegen durch die Gegend. Die Gräser, eher gesagt. Okay, 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 okay. Seid ihr bereit? Was? Ah, tatsächlich. Ja, ich muss die, glaube ich, in die Offhand legen, ne? Wir tun das mal hier auf Seite. Okay. Hallo, Farmer Villager. Oh. Hast du nochmal Glück gehabt? Oh, jetzt. Komm. Boom. Der lebt noch? Der umkippt. Och her. Guckt euch das jetzt mal an, wenn wir das Haus hier einfach abschießen. Boah, ja, die Physics-Mod ist schon cool. Aber warum? Die Steine gehen nicht kaputt. Doch, die gehen auch kaputt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist mir zu realistisch. Also für Vanilla Minecraft ist das nichts. Das ist schon sehr brutal, was wir da machen, oder? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Stell dir mal vor, du bist so ein friedlicher Villager.
in so einer neuen Minecraft-Welt, denkst du, boah, nice, neues Leben, cool. Auf einmal kommt da so ein grüner Typ mit einem Panzer hier fahren und macht doch was hier. Boom! Yo! Wie die umfallen, das ist ja krank. Freunde, seid ihr bereit, mit dem besten Schleimi-Kommandanten ever zu spielen? Auf drei, hip hip! Hip hip! Das wird unsere Runde. Warum habe ich da unten rechts eine Schokoladentafel? Die habe ich, glaube ich, eben gekauft. Was auch immer die bewirkt. Ich habe einfach draufgeklickt, weil sie lecker aussah. Okay, Freunde. Ich mach das. Bleibt zurück. Bleibt in Sicherheit. Nehm diesen Baum mit. Für Holz. Oh, Mann. Man kann ja richtig krass rauszoomen. Das ist ja richtig unfair. Hier da hinten ist die Base. Die feindliche Basis. Ach, du Heilige. Da kommen sie alle. Freunde, hier lang. So, ich sneak hier jetzt einmal drum. So, und boom. Ja, aber hallo. Was bist du denn für ein kleines Auto? Okay, okay, rückwärts, zurück. Au, okay, ich fahre einen Panzer. Ich habe vergessen. Da muss man gucken, ob man vorwärts oder rückwärts steht. Freunde, ich drehe nur kurz eine Runde. Ich drehe nur kurz eine Runde. Und boom. Und boom. Der brennt, Freunde. Weiter drauf. Freunde, weiter drauf. Was? Wieso lebt er noch? Ah, okay, lass mal noch einen anderen Panzertyp hier testen. Mich interessiert jetzt mal der Tiger. Tiger werden ja immer gefürchtet und beim Tiger können sogar alle möglichen rein. Lass hier mal Heat und High Explosive Shells nehmen. Heißt, wir platzieren den. Oh, der sieht auch richtig clean aus. Den müssen wir natürlich wieder voll tanken. Das machen wir natürlich wieder mit Kohleblöcke. Ich glaube, das geht dann deutlich schneller. So, und wir haben jetzt die Heat Shells ausgerüstet und gucken mal, was passieren wird. Okay. Ah ja, wer hätte es gedacht, dass bei Heat Shells anfängt zu brennen? Das Feuer fliegt ja sogar durch die Gegend. Was ist das denn? Oh, oh, no, Mayday, Mayday, Rückzug, wir brennen. Okay, wir lassen mal jetzt die High Explosive Shells nehmen. Was passiert dann? Sind die krasser? Boah, ja doch, wer hätte es gedacht, dass die High Explosive... T34, mal schauen, wie der aussieht. Okay, der sieht richtig clean und klein aus. Der könnte cool sein. Ding ist, jetzt sind die wahrscheinlich optisch nur noch anders, oder? Also großartig viel APCR. Oh, die haben wir noch gar nicht getestet. Ich würde mich gerne drehen. Hallo? Hä? Das ist ja ja nix. APCR hat auch der Archer. M4 Sherman. Der hört sich doch auch cool an. Den will ich auch mal testen. Junge, wie hier die Erde, Digga, um die... Junge, dreh dich mal um, Mann. Wieso kann ich den denn selber nicht drehen? Was zum Teufel? Heute habt ihr doch mal Glück gehabt, Dorf. Ich bin zu... Ach, warte mal. Ich muss einfach in die andere Richtung drücken. Ah, hab doch kein Glück gehabt. Du Schaf auch nicht. Tschüss. Schneller. Rapid Fire. Okay, jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie der Ender da reagiert, während wir hier ganz komisch seitlich durch das Ende fahren. Hallo, Enderdrache. Guck mal, kann ich eigentlich jetzt hier den Turm... Halt, stopp, Freundchen. So nicht. Aua. Um Jottes Willen, das ist überhaupt nicht gut. Oh, mein Freund, das war reines Glück. Jetzt habe ich eine Rüstung an. Jetzt kannst du gar nichts mehr machen, okay? Warte ab, Freundchen. Hier ist mal ein Shot. Was? Achso, warte. Ich muss dann ausrüsten. So, bist du bereit? Mein Freund, ich mache mal die Dinger hier kaputt. Das sollte ja jetzt einfach sein, oder? Ah, der ist schon kaputt. Ha. Attacke. Boah. Ich bin so gut. Panzer. Jetzt, also, mal ganz im Ernst. Wie fährst du? So, wir steigen jetzt hier aus. Wir haben ja noch einen hier im Inventar, so einen Schirmen, ne? Dann machen wir folgendes. Wir gehen jetzt in die Mitte. Wir müssen das Ding ganz schnell betanken, bevor der Bruder uns angreift. Und dann haben wir die perfekte Möglichkeit, den hier komplett auseinanderzunehmen. So. Boom. Zack. Jetzt hast du keine mehr, ne? Oh, oh. Mayday. Stück zurück. Alarm. Boah. Das knallt ja richtig rein bei dem. Oh, oh. Oh, oh. Oh, no. Oh no, ich muss kurz healen. Ich muss kurz healen. Oh oh. Nein, mein Panzer. Oh, mein Panzer. Ich musste ihn im Stich lassen. Ich habe vergessen, mir selber zu essen zu geben. Wir haben noch einmal die Möglichkeit, hier einen Panzer zu platzieren. Der hat schon zwei Panzer zerstört, der Bruder. Der ist ein Panzerfeind. Der ist panzerfeindlich. Warum liegen hier Gitter? Ach so, ja, die fliegen da oben runter. Nee, Freundchen. Du kommst mir hier nicht davon. Aber kannst aber von ausgehen, Kollege. So nämlich. So nämlich. Scheiße. Kollege, wo willst du hin? Deine Homies sind alle weg. So. Hier, wie viele leben? Oh, Mann. Von uns ist auch einer schon down? Utgin, was hast du getan? Oh, da ist einer. Weiß der, dass ich hier bin? Oh, scheinbar ja. Boom. Und nochmal. Boom. Boah, ich kann viel schneller schießen als eben. Komm, 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 komm. Noch einer, noch einer. Noch ein... What? Let's go. 3 Kills, Freunde.
3 Kills. Ah, da hinten kommt schon das nächste unserer Opfer. Aber da ist auch noch ein anderer Kollege von uns, der hilft uns. Der da ist tot. Scheiße. Muss aber sagen, die Grafik gefällt mir extrem gut. Ich habe ja immer World of Warships gespielt und noch nicht so oft World of Tanks. Okay, schnappen uns erstmal den da. Boom! Wie nicht getroffen. Wie, der ging nicht durch. Oh, das ist ein... Das ist ein Jutta. Ja, unten drauf? Ja, jawohl. Da steht kritischer Treffer und der sagt mir, wir haben den nicht mal angekratzt. Oh, 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 oh. Ja, dann schnappe ich mir halt in der Zeit den hier oben. In der feindlichen Base. Und dann können wir, wenn wir den eliminiert haben, direkt die Base hier erobern. Dann haben wir, glaube ich, instant das Spiel gewonnen, kann das sein? Ich meine, weil ich es bin, haben wir das Ding direkt gewonnen, ist ja ganz klar. Ja, Junge, wo läufst du hin? Wo fährst du hin? Zockt der da hinten? Kollege, ich übernehme gerade deine Base. Der hat ja richtig Angst da hinten. Hä? Wo ist er hin? Ah, jetzt kommt er. Okay, da lebt nur noch einer. Das ist der da. Freunde, ihr müsst alle hier rüber. Alle hier rüber, bitte. Das ist ein Befehl. Wir haben auch Gorgo Lukas im Team. Jawohl. Damit kannst du was werden. Wir haben doch jetzt nur gewonnen, oder nicht? Ja! Freunde, habe ich gern gemacht. Hab ich gern gemacht. Genau so gewinnt man hier das Ding. Jawohl. 73.000? Boah, 4 von 6? Noch 2 Fahrzeuge zerstören. Dann kriegen wir richtig irgendwas. Alles Mögliche. Krass. Okay, okay, okay. Den platzieren wir jetzt hier. Schnell reintanken, das Ding. Zack. Oh nein, da fliegt er wieder. Enderman, ich würde da auf jeden Fall auf Seite gehen. Also bei World of Tanks ist das auf jeden Fall einfacher, die Leute zu treffen. Die zappeln nicht so hyperaktiv rum wie du. Komm schon. Nein. Komm, da einer. Boom. Yeah. Da fallen einem ja immer noch die Ohren ab. Tja, Ender Dragon, das passiert, wenn du dich mit dem Schleim hier anlegst mit dem Panzer, mein Freund. Also natürlich auch ohne Panzer, aber der Panzer, der hat es natürlich auch rausgerissen, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Ja, Freunde, das war heute auf jeden Fall geballte Panzer-Action in einem Video. Wie gesagt, alle wichtigen Links findet ihr unten in der Beschreibung. Guckt euch gerne mal World of Tanks über den Link in der Beschreibung an. Das Spiel ist komplett kostenlos, macht wirklich jede Menge Spaß und durch den Link bekommt ihr dann auch nochmal die ersten, wie eben schon erwähnt, Starter-Sachen, die man direkt gut gebrauchen kann. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Leute von World of Tanks, hat mich extrem gefreut. Danke, danke, danke dafür auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen fantastischen Resttag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.